keine Ruhe hier. Jo, moin, Digga. Wie geht's dir? Alles gut und selbst, hast gute Laune. Ich wollte dich nur kurz darauf aufmerksam machen, weil du es nicht mitbekommen hast, dass Rostein dich geradet hat. Ey, vielen Dank, mein Freund. Grüße gehen raus. Vielen Dank. Dankeschön. Hast du das gekauft oder was? Nein, aber vielen Dank weiß er nicht. Der spricht nur Englisch. Muss thanks. Englisch. Mach du mal auch mit mir in Englisch zusammen ins Kombo. Komm einmal. Rostein, thanks for the nice raid to my friend Knossi. Thanks very much. And he looks like a little bit Down syndrome. how much temperature you have? Where you from? Wie heißt in, was heißt gerade? Was heißt gerade? Was heißt gerade? Frag ihn mal, wie viel Grad bei ihm ist. Ja, weiß nicht. Google doch Malta, wo der Digga. Frag doch mal, übersetz doch mal, wie viel Grad hast du? Du willst nur, dass ich mich peinlich mache. How much Grad you have? Sagst du auch noch mal, dass er es glaubt? Thanks, man. Nice win. Wow, geil. Du machst auch noch so Tennessee haust du noch so drunter, ne? So Massachusetts. Nice, man. Du hast doch so ein Ding drauf. Wo hast dir das angeeignet? Ich hab den Akzent, Bruder. Massachusetts oder wo ist das? Arizona oder was ist das? Nee, das ist die jahrelange Street-Erfahrung, Bruder. Das Bruder, aber wirklich. Man, du, bei dir schwingt das auch noch wie bei Donald Trump. Ohne Scheiß, Marcel. Also, wenn mein Leben davon abhängen würde, würdest du mir einen blasen? Wenn mein Leben davon abhängt oder deins? Mein Leben. Dein Leben? Da muss ich aber mal, wie Bedenkzeit, eine Woche? Nein, das will ich jetzt wissen. Spinnst du? Was ist, wenn ich dich das fragen würde? Hast du eins an der Waffe komplett oder was? Nee, jetzt war eine ernsthaft gemeinte Frage. Aber was für eine Situation müsste das sein, dass dein Leben irgendwo am Sein ist, dass ich dir einen blasen muss? Machst du die Augen zu und stellst dich auf tot? Wie und bist. Das ist ja die Frage. Würdest du, wenn mein Leben davon abhängen würde, mir dafür einen blasen? Das klingt fast so, wie wenn du es unbedingt willst, mit allen Mitteln. Nein, wenn mein Leben davon abhängt, wäre ich auch mit das will, Digga. Ja, also wenn, ganz ehrlich, hängt dein Leben da dran. Dann würde ich mir wahrscheinlich die Mundhöhle erstmal mit Sacrotan irgendwie einsprühen. Ich hätte wahrscheinlich den Nagellackentferner, würde ich googeln vorher. Und dann würde ich es wahrscheinlich, dann würde ich ganz leicht erstmal schnuppern. So ganz leicht erstmal, muss ich den Hosenknopf selber aufmachen oder ist das schon vorbereitet? Das ist schon vorbereitet, aber würdest du auch, wenn ich dadurch 10 Jahre länger leben könnte, würdest du mir dafür auch die Kimme lecken? Was ist die Kimme? Die Arschritze. Sag mal, jetzt bin aber ich auch mal dran mit Fragen. Mit Autogrammkarte. Ey, ich sag ganz ehrlich, habe ich euch die Geschichte erzählt, als ich mit Gixen und mit Marcel im Wald war? Ich schwöre dir, habe ich auch noch nicht erzählt, ne? Da habe ich dir auch noch nicht meinen Eindruck. Da kommt doch eine Lüge. Was für eine Lüge? Ich lüge nicht. Ich habe auch in meinem YouTube-Video nicht gelogen. Erzähl. Jenzo, vielen Dank für den Zweier. Bester Mann, heute rasierst du die Slots. Jawohl, vielen Dank, mein Freund. Grüße aus Verden. Ich bin mit den beiden im Wald. Marcel fängt an. Einfach so aus dem Nichts. Wir laufen, die Hunde kacken. Wir laufen da. Marcel, sag mal ehrlich, Klaus, du würdest auch mal mit einer Transe. Ich sag, hä? Warum? Vielen Dank für den 15er Xixi, mein Freund, für meinen König. Liebe, haut die Krone in den Chat. Auf einmal fängt Gixen auch an. Ja, Knossi, ist doch nichts dabei. Warum nicht? Ich habe in dem Moment, ich sag dir das erst heute, Angst gehabt vor euch beiden kurz. Natürlich, es war mir unheimlich. Erinnerst du dich nicht an die Situation? Es war mir unheimlich. Die beiden gucken mir in die Augen. Sag doch mal ehrlich, mit dem Schwanz und so kannst du doch auch mal mit dem Schwanz. Die beiden gucken mich so an in die Augen. Ja, du bist so ein Schnacker, Digga. Sag, stimmt das nicht? Was von Schwanz haben wir gar nichts erzählt. Du hast mich da nach Thailand eingeladen. Ihr habt nur von Schwänzen geredet, ihr beiden, nur. Ja, okay, alles klar, Knossi. Gut, okay. Es ist wahr und da hatte ich auch so ein bisschen Sorge. Ich habe gedacht, jetzt kommt gleich ja, Marcel, ja. Komm, ums Eck wichsen mit Gixen. Nein. Ja, oh, ist das peinlich, Knossi. Wir haben uns über Transen unterhalten, aber wir haben nichts von Schwänzen erzählt. Transen mit Schwänzen? Was denn sonst? Was ist das denn? Ja, Befürchtung ist ja in Ordnung, Knossi, aber wir haben uns nicht mit dir über Schwänze unterhalten, Digga. Transen? Das ist doch Schwänze. Und dann wolltet ihr meinen Schwanz sehen, dann sollte ich mich ausziehen. Ja, wir haben zu dir gesagt, zeig mal deinen Schwanz, ja. Ja, das ist doch nicht normal! Hast du gestern gesehen? Eins noch, bevor wir aufhören. Wie heißt der? Unges, wie heißt der? Du meinst den Hippie? Hippie mit den roten Haaren. Auf einmal guckt er meine Videos an in seinem Ding. Der vegane Vogel da, meinst du das? Unges, ja. Ja, Unges, ja, der genau. Was ist mit dem? In Polen, oder nicht? Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Der ist aber bekannt. Den kennt man. Ja,
Ja, in der Ökoszene, ja. Hat dieser Unge ist da, hat er auf dein Video reagiert, oder? Ja, ja, wo wir über uns, wo ich über uns erzählt habe, wie es in Buxtehude war. Und er hat gesagt, ey, ist ohne Scheiß. Er konnte jede Situation nachvollziehen, die wir erlebt haben, so, wo, wenn die Leute kommen, Fotos, er war wie du, er hat alles verstanden. Er hat gesagt, ja, es ist so, so und so, die Leute stehen in der Straße. Er hat alles gewusst. Nur ein Lebenstraum hast du mir halt für immer versaut, ne? Was, ist bei Hotline oder was? Nein, nein, ja, den und du noch einen anderen, meinen kompletten Lebenstraum, was ich auch nie vergessen werde auch. Was? Das kann man auch nicht entschädigen. Was? Ich hätte mal, du hast meine eigene Reality-Show sterben lassen. Ach, du bist so ein Spinner, Digga. Die Leute, mit denen wir uns unterhalten haben, haben selber gar keine Ahnung gehabt, Digga. Irgendwo nach Afghanistan aus. Nein, nicht Afghanistan! Leute, wir hätten unsere eigene Reality-Show bei ProSieben gehabt, um die Welt reisen und zocken. Erste Station wäre gewesen, Bolivien, im härtesten Knast der Welt, mit solchen Juans bisschen ballern. Jeder 5, 10 Mille. Ich fahre nach Bolivien in Knast, Digga, wo sie mir die Rolex abziehen. Auch wir sind damit ProSieben, Joko und Klaas Level. Uns kann nichts passieren. Und er sagt, er hat Angst. Du hast gesagt, fühle ich nicht. Ich habe Angst vor den. Ich kann das Wort nicht wiederholen, sonst werde ich gebannt hier. Du hast Angst vor Krankheiten und sowas. Digga, ich fahre nicht nach Bolivien in irgendeinen scheiß Knast, um eine scheiß Doku zu drehen, Alter. Ich habe den besten Vorschlag ever gehabt, den hast du abgelehnt. Wie kommst du hier mit Auto durch ganz Deutschland, durch die ganze Welt fahren und dann ein bisschen abends im Casino chillen? Wie so ein Landwirt durch Deutschland, das will keiner sehen. Die wollen sehen, wie wir aus Flugzeugen springen, aus Helikoptern. Ja, kannst du ja machen, Digga. Ist ja schön, kannst mit deinem Schwanz den Helikopter machen. Ist mir auch alles scheißegal. Du, dass du jetzt ohne Scheiß tust, da merke ich halt einfach wieder, Digga, dass bei dir das Down-Syndrom reinkickt. Dass du das im Stream auspackst, Digga, wo wir noch nie mit jemandem drüber geredet haben und mir das jetzt vorwirfst, dass du dir einen Lebenstraum damit zerstört, obwohl noch gar nicht. Ich wollte es gar nicht ausreden. Du hast angefangen mit Afghanistan. Ich wollte das gar nicht hier erzählen. Du hast doch damit angefangen, dass ich dir dein Lebenstraum nicht erzählt. Ja, ja, aber ich wollte es nicht aussprechen. Ich wollte es nicht aussprechen. Vor 10.000 Leuten, Digga, haben wir noch nie mit irgendjemandem drüber gesprochen. Noch nie mit irgendjemandem. Haben wir noch nie mit irgendjemandem drüber geredet. Und du passt es bei dir im Stream aus. Das ist echt, also, Digga, das Down-Syndrom kickt bei dir rein wieder. Nein, nein, es ist nichts. Ich werde da nie sauer sein. Hör mir zu, ich werde da nie sauer sein. Aber das wäre, von mir ist schon immer ein Lebenstraum gewesen, eine eigene Reality-Show haben, wo ich so rumreise, wo die uns begleiten. So, das war schon immer so ein Traum. Aber deswegen werde ich das ja trotzdem auch bekommen. Ja, aber Digga, du hast mir das so dargestellt, als ich, wenn ich dir das kaputt gemacht habe. Ey, weil ich halt, ganz ehrlich, weil ich habe ja dich vorgeschlagen dafür. Mir hat die Idee einfach nicht gefallen, was die da umsetzen wollten. Und dann habe ich Nein gesagt. Das ist auch mein gutes Recht. Natürlich, da war die auch, ich bin ja auch niemals böse, aber ich hab's halt auch nur mit dir gesehen. Ich kann einen anderen bringen, ich will ich aber nicht. Mit wem soll ich's machen? Ja, aber jetzt musst du auch mal ehrlich sagen, wie heftig sind deine Leute da von ProSieben? Wann haben wir das letzte Mal mit denen telefoniert? Vor eineinhalb Monaten wollten die sich bei uns wählen, ja, haben sie sich gemeldet? Die wollen das Konzept abschwächen, ja. Ja. Also, da, Digga, wie gesagt, also ich bin jetzt auch kein Ehekrieg zwischen uns, aber Digga, lass uns darzustellen, als wäre ich dir dein Lebenstraum. Nein. Und ich glaube, weißt du was, ich bin viel um die Welt gereist. Ich kann es dir nochmal sagen, und das hat echt mein Bewusstsein erweitert. Ich sag dir ehrlich, ich hätte es auch lieber mit, also die Reality-Show hätte ich auch lieber mit dem Fass gemacht, der unter 100.000 Follower hatte. Sag ich dir so, wie es ist. Du hast dich echt ins Negative verändert. Ich weiß, wie schnell das manchmal bei manchen geht. Aber seit du 100.000 hast, denkst du, du bist was Besseres. Stimmt gar nicht. Na doch, merke ich gerade, Digga. Die Leute wissen, dass ich noch niemals auf sowas Wert gelegt habe. In meinem Leben habe ich noch nicht auf Geld Wert gelegt. Ich habe nie auf sowas Wert gelegt. Auf Followerzahlen, nie. Aber wir können auch mal von Commander Krieger und umgespielt die Nummern austauschen. Dann können die sich zusammen unterhalten, Digga. Wieso, ist der umgespielt auch so, oder was? Ja, irgendjemand hat vorgeschrieben, dass er da was auch zu deinem Casino-Scheiß gesagt hat, aber ich weiß es nicht. Ist jetzt nur eine Behauptung. Ich hab das doch gestern live verfolgt, aber wie gesagt, ich guck mir auch nicht solche Videos an, ne? Also ich kenne mir solche. Würde ich auch an deinen Stellen nicht machen, Digga, sonst wachsen ja auch noch rote Arschhaare. Ich hab leichte rote Schambehaarung, ja. Hast du? Ich habe letztens einen Abonnenten gefragt, der hatte rote Haare, bin ich zu ihm hingegangen, hab gesagt, Digga, sei mir nicht sauer, wenn ich die Frage stelle, aber hast du eigentlich auch rote Haare am Schwanz? Ich hab auch leichte rote. Ja? Ja, dann guckt er mich an, Digga, sagt ja. Ich sag, okay, ganz wollte ich mal wissen, weil Frage, die mir schon auf der Zunge lag. Und wenn sie wachsen, werden sie auch ein bisschen lockig. Sag ich dir auch. Ja? Ja, bei dir auch wahrscheinlich. Oder meinst du glatt wie so beim Pferd oder kämmst du die oder was?
Nee, ich rasiere meinen Schwanz. Ja, ja, ich auch, aber lass mal, du kennst das doch mal, hat man doch so mal eine Woche, wo man sagt, ey, jetzt stinke ich mal ein bisschen. Stinky wie? Das habe ich gefühlt jede Woche. Das habe ich öfters, Digga. Wollen wir mal so sagen, Alter. Ey, ich gehe einfach ohne zu fragen, dem sein Bart schreit er mich an. Ey, ist mein Bart! Digga, ey, bist du bei dem zu Hause Gast? Schreit er mich an. Geht's einfach, ich so, ich, ja, hol, weil du auch, ich hol Deo. Ich so, ich hol Deo. Ah. Da gehe ich nur kacken. Ich wollte doch nicht kacken bei dir. Ja, bei mir wird auch nicht gekackt, Digga. Ich zieh mich aber richtig ausraster. Ich seit einmal hier mein hässlicher Davide-Kollege geschissen hat, Digga. Und dann bin ich 3 Stunden später in die Toilette rein, da hat er nicht richtig die Bremsspur weggemacht. Und das ganze Bad hat nach Scheiße gestunken, seitdem ist hier Scheißverbot, Digga. Ich soll draußen auf die Wiese kacken. Aber warte mal, du hattest gar kein Gästeklo auch. Doch, klar habe ich ein Gästeklo. Du warst doch auf dem Gästeklo. Wo denn? Ich war auf keinem Gästeklo. Ich habe ins Waschbecken gemacht bei dir. Nachdem ich dir ins Gesicht gespritzt habe, bist du aufs Gästeklo. Warte! Ich war, warte mal, man kommt in die Tür rein, ich war nie auf deinem Klo, fällt mir gerade ein. Ich war nur den Deo holen, wo deine ganzen Kriegsparfüme waren. Krieg, oder wie die heißen. Ach so, doch, ich hab klar hab ich ein Gästebadezimmer, Digga. Ich war nicht einmal bei dir auf dem Klo. Ich lag auf der Couch wie Gixen in der Ecke mit meinen Socken. Hey, ganz ehrlich, ich entwickle gerade einen eigenen Slot. Kann ich dich noch mit, willst du mit drin sein? Hast du Bock? Ich entwickle jetzt einen eigenen Slot. In meinem Casino. Ich baue dein Gesicht noch mit ein. Marcel. Würdet ihr es feiern? Willst du dein Gesicht drin haben in meinem eigenen privaten Slot? Ich habe doch letztens noch zu dir gesagt, wir müssen ein eigenes Slot entwickeln. Jetzt machst du den Move, oder was? Ach so, das habe ich vergessen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ehrlich? Machen wir. Würdet ihr es feiern oder was? Aber eine offizielle in einem Echtgeld-Casino. Alter, stell's dir vor. Es gibt zwei Features. Wenn du im Feature bist, Montana Black oder Knossi-Feature. Einmal so mal drei. Boah, mega. Ich sag dir, wie das wäre. Es gibt zwei Bonus, einmal Cash-Bonus, das sind die 3 königlichen Kronen. Ja. Und dann gibt's einmal Freispiele, das ist 3-mal Get on my Level-Logo. Geil, können wir machen, finde ich mega. Get on the Level. Richtig, das heißt, du jetzt anständig aus. Get in the Level. Sag einmal für mich, ich weiß, Knossi, dass du nicht die hellste Kerze auf der Torte bist, aber ich weiß, selbst das Wort kannst du vernünftig aussprechen. Jetzt mal, tu mir den Gefallen als Bruder. Get in the Level rein. Ja, gut, okay, alles klar, Tassi. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei Büchern, Digga. Habe ich es irgendwie falsch ausgesprochen, oder was? Get in the Level!